Die angeblichen Schuhtrends für den Herbst 2009 wurden heute auf der Maria-Hilfer-Straße präsentiert. Bei der Vorführung waren zahlreiche sogenannte Schuhmanics anwesend. Was ist aber ein Schuhmanic eigentlich? Es gibt eine neue Eintragung im Dictionary. Ein Individuum mit einer besessenen, leidenschaftlichen, aber auch auffälligen bis hin zu sonderbaren Beziehung zu Schuhen. Das schließt alle ein, die Schuhe sammeln, sich in Schuhe verlieben, soll vorkommen, und auch diejenigen, die ihre Persönlichkeit komplett verändern, wenn sie ihre Lieblingsschuhe tragen. Eher schräge Typen, also diese Schuhmanics. Im Herbst werden sie aber voll auf ihre Rechnung kommen.